Wir sind heute hier in Kindberg beim Spatenstich für Generationenwohnhaus und Kinderbetreuung. Ein sehr, sehr interessantes, zukunftsträchtiges Projekt, das in Kindberg entsteht und bis 2021 komplett fertiggestellt sein soll. Ich darf Sie alle recht herzlich. Es ist ein erfreulicher Anlass, den es in Kindberg zu feiern gibt. Ein Spatenstich für Jung und Alt, denn neben einer Kinderkrippe gibt es auch ein betreutes Wohnen, das die Gemeinde in Angriff nimmt. Herr Bürgermeister, wieder ein Projekt in Kindberg, das demnächst fertig werden soll. Um was geht es hier in der Hauptstraße 10 und 12? Das ist ein Generationenhaus, das hier entsteht, und zwar für Alt und Jung. Einerseits das betreute Wohnen, das nächstes Jahr fertig wird, aber heuer im September ist die Kinderkrippe bereits da. 8 Kinder, also die Krippe ist voll mit dieser Gruppe, werden hier einziehen und dann eigentlich sich hier beschäftigen. Da gibt es gute Programme und das Ganze wird dann auch zusammengestaltet mit Alt und Jung, gemeinschaftliche Weihnachtsfeiern und so weiter. Wir müssen Herrn Magister Karl Trummer vor dem Mikrofon, zuständig für Silver Living. Was passiert hier? Wir bauen hier ein Generationenhaus. Ein Generationenhaus, so wie es wir verstehen, ist eine Kombination aus einem betreuten Wohnen für Senioren und Seniorinnen plus in dem Fall einer Kinderkrippe, also sprich Kinder und Senioren in einem Objekt, die gemeinsam professionell betreut werden, die teilweise wohnen, teilweise hier in der Kinderbetreuung versorgt werden und gemeinsame Aktivitäten auf sich gesehen machen werden. Wann ist die Fertigstellung endgültig geplant für die 13 Wohnungen, die auch hier entstehen sollen? Die 13 Wohnungen werden mit Sommer 2021 fertig sein. Also wir planen derzeit Juni 2021, dass wir mit Juni 2021 die Leute einziehen dürfen. Und wie hat die Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Kindberg funktioniert? Die Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Kindberg war ausgezeichnet, weil die Projektentwicklung speziell auf diesem Grundstück, auf diesem Objekt sehr, sehr mühsam und sehr, sehr schwierig war, um alle behördlichen Genehmigungen zu kriegen. Aber mit der Unterstützung von meinem Bürgermeister, von der Unterstützung der Stadtgemeinde, haben wir das hingebracht und deshalb können wir heute hier stehen. Wer betreut das, die Kinderkrippe hier in Kindberg? Wir haben sehr gute Erfahrungen mit der Volkshilfe. Die macht auch schon die erweiterte Gruppe im Ärztezentrum. Und hier kommt auch wieder die Volkshilfe zum Tragen. Und das wird, glaube ich, im Einvernehmen mit allen gut funktionieren. Es sollen ja 13 Wohnungen entstehen für betreutes Wohnen. Wann sollen die fertig sein und wie schaut es mit den Kosten aus? Ja, wir bewegen uns bei 300 Euro circa Miete und es gibt natürlich die Förderung vom Land und das ist leistbar und es gibt auch noch die Betreuung dazu und da sponsert auch das Land dazu, der Sozialhilfeverband. Das ist ein Projekt, das über mehrere Grenzen hinweg geht, aber eigentlich alles organisiert ist und ich freue mich ja auf die Bewohnerinnen und Bewohner dieses schönen Hauses, das ja ein altes, ehrwürdiges Haus von Kindberg ist und das wieder neu gestaltet wird, im alten Design. Freue mich drauf. Sie sind zuständig für die Volkshilfe. Was soll hier geschehen und was ist die Aufgabe der Volkshilfe hier bei dem betreuten Wohnen und bei der Kinderkrippe? Ja, die Volkshilfe, speziell die Volkshilfe mit Zuschlag, wird zukünftig die Kinderkrippe betreiben, also dafür die Führung verantwortlich sein, sowie auch fürs betreute Wohnen. Das heißt, wir sind auch fürs Personal zuständig, das heißt, wir werden da, die Pädagoginnen werden für die Volkshilfe hier tätig sein und im betreuten Wohnen eben eine Wohnbetreuerin, die sich dann um das Angebot für Alt und Jung kümmern werden. Wie viele Kinder sind hier möglich in der Kinderkrippe? Es ist jetzt einmal geplant als Halbtagesgruppe. Wir sind mittlerweile ja schon voll, also Plätze sind schon am Limit. Es wird so zwischen 8 und 10 Kindern wird sich das abspielen. Das hängt immer ein bisschen vom Alter auch ab. Können auch 11, 12 sein, aber so zwischen 8 und 12. Und wann soll es hier beginnen? Wir beginnen heuer im September mit dem diesjährigen Kinderbetreuungsjahr, startet die Kinderkrippe. Das betreute Wohnen ist angedacht, wahrscheinlich so für Juni 2021. Nach den Ausführungen der Verantwortlichen wurde mit dem anschließenden Spatenstich dieser Abschnitt nun auch offiziell seiner weiteren Bestimmung übergeben.